In diesem Video besprechen wir das Fenster links-rechts, oben oder unten. Es geht darum, wie wir Funktionsgraphen im Koordinatensystem verschieben können, indem wir die Funktionsgleichung leicht verändern. Dafür solltet ihr zwei Fenster aus dem Arbeitsblatt Quadratische Funktionen schon gemacht haben. Einmal die vertikale Verschiebung und die horizontale Verschiebung. Dann sieht das wahrscheinlich für euch schon ganz einfach aus. Schaut euch das an, versucht es auszufüllen, drückt jetzt auf Pause und danach werden wir es vergleichen. Hier wird x abgebildet auf f von x plus d. D ist größer 0. F von x ist der Funktionswert und diesem wird noch ein d addiert. Das heißt, jeder y-Wert wird erhöht um d. Wird das bei jedem Punkt der Funktion gemacht, ergibt sich daraus, dass wir den Graphen von f um d Einheiten nach oben verschieben. Heißt es hier minus d, verschiebt das den Graphen von f um d Einheiten nach unten. Hier haben wir das c, ebenfalls größer 0, im Argument stehen. Also x wird abgebildet auf f von x plus c. Das verschiebt den Graphen von f um c Einheiten nach links. Und wenn wir hier haben f von x minus c, verschiebt das den Graphen um c Einheiten nach rechts. Kleine Anmerkung zum Schluss, das gilt nicht nur für quadratische Funktionen, sondern für alle Funktionen, deren Grund- und Zielmenge die reellen Zahlen sind. Also für Polynomfunktionen, lineare Funktionen, Exponentialfunktionen, da trifft das immer zu. Na dann, bis zum nächsten Video.